Schritt, da du gut daran teuer ist, du gar nicht ungebordelt bist, weil er nicht immer diese Stimme, die dir hilft und zwar immer. Hör auf die Stimme, was sie sagt, sie war immer da, drum hör auf ihren Rat. Hör auf die Stimme, sie macht dich stark, sie will, dass du schaffst, also willst du weggehen oder bleiben? Es ist eine Reise, keine nimmst du ab. Es ist eine Reise ohne Navi, alles offen, immer wieder neu. All die Prüfungen, ich glaube, man schafft die, wenn man sich selbst so gut wie es geht treu. Da wo gut daran teuer ist, du gar Lust und gebordet bist, war da nicht immer die Stimme, die dir hilft und zwar immer. Hör auf die Stimme, was sie sagt. Absoluter Bestester aus dem Programm der Radiostation Sachsen-Anhalt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön, NRED, die heute allerdings eine Doppelmucke haben. Das sage ich jetzt schon von vornherein. Deswegen werden wir nur editierte Versionen spielen, was Sie normalerweise ja aus dem Radioprogramm nicht kennen, wenn es für den Moderator mal hier und da mal ein bisschen knapp wird. Schön, dass Sie heute Abend an diesem Freitag, diesem Olympia-Freitag, trotzdem Zeit gefunden haben. Ein wunderbares Medium und vor allem die Macher und vor allem auch die Moderatoren, die Redakteure zu würdigen. Herzlich willkommen im Comcenter hier in Erfurt. Sie können es alle nachlesen. Wir haben es extra als RDS-Zeichen oben hingepackt. Zum Rundfunkpreis Mitteldeutschland. Schönen guten Tag. Guten Morgen und hallo. Mein Name ist Holger Tapper von Radio Brocken aus dem Funkhaus Halle. Jetzt werden sich einige wundern, die Entscheidungsträger waren im letzten Jahr. Moment mal. Wir haben ja aber als beste Moderation und als beste Moderatorin eigentlich Ulrike Kirchner ausgezeichnet. Für die Weihnachtssendung von der jungen Dame, von dieser zauberhaften Redakteurin, darf ich Ihnen ganz, ganz liebe Grüße bestellen. Die hat heute Abend leider keine Zeit. Die passt nämlich auf meine drei Kinder auf und auf den Hund. Deswegen habe ich gesagt, okay, dann bestelle ich auch noch Grüße vom Koschwitz, der mit mir die Sendung gemacht hat im letzten Jahr, die von Ihnen prämiert worden ist. Dafür nochmal recht herzlichen Dank, auch für das nicht ganz unerhebliche Preisgeld. An diesem heutigen Abend werden wir ebenfalls wieder dieses tolle Medium und seine Macher, seine Leute, die dahinter stehen, würdigen. Das in insgesamt 5 Kategorien. Länderpreise sind mit dabei, ein Sonderpreis ist mit dabei. Sie wissen das schon alles, ja, weil Sie gucken mich immer so prüfend an, ja, und vor allem natürlich auch in den Disziplinen bester Beitrag, beste Programmaktion und beste... Ja, da mache ich gleich, das ist für mich das Highlight heute Abend. Ja, den, wollen Sie das selber sagen? Sind Sie von der Kirche? Ja, Sie sind von der Kirche, dann können Sie es gleich selber.
Und zwar auch beste Moderation, das habe ich mir jetzt, glaube ich, gerade schon versaut. Aber sagen Sie ganz kurz, es gibt nämlich auch einen Sonderpreis. Und da darf ich recht herzlich, waren Sie jetzt hier Vorstand der evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, oder? Ach, ganz außen. Ja, so jung und hip sehen Sie heutzutage aus. Und da wird heute gesagt, ja, mit der Kirche will keiner mehr was zu tun haben. Wenn man Sie sieht, auf jeden Fall zahlt man freiwillig die Kirchensteuer. Stellen Sie mal ganz kurz auf, bitte. Ja, guten Tag, hallo, grüß Sie. Sie sind evangelisch, katholisch? Evangelisch. Richtig so, weil Sie strahlen jetzt gerade so, als wären Sie auch jemand, der glücklich verheiratet ist und mehrere Kinder hat. Zu lange gezögert, ja. Ja, sehr gut. Dann wünsche ich natürlich auch Ihnen einen richtig zauberhaften Abend. Und natürlich gibt es vor so einer derartigen Veranstaltung immer so ein kleines Vorgespräch. Herr Tapper, tun Sie mir einen Gefallen, kurz und knackig soll es sein heute Abend. Und deswegen haben wir uns natürlich, wie es im Privatrundfunk so Uso ist, darauf verständigt, dass wirklich alle Dinge, die heute Abend hier auf der Bühne passieren, nicht länger als 1,30 sind. Kommt ihr das auch entgegen? Ja, wa? Sie sind hier, wer sind Sie? Ich bin hier mit rein. Mitreisender, was macht Ihre Frau? Die ist bei einer Mädchenanstalt. Oh, ganz wichtig. Sachsen, Thüringen oder sonst komme ich vom Dialekt jetzt nicht ganz. Oh, Sachsen-Anhalt. Sehr gut. An dieser Stelle darf ich, gratulieren Sie ruhig mal rein, können Sie ruhig nochmal applaudieren. Sie haben nachher noch einen großen Auftritt beim Länderpreis. An dieser Stelle aber von meiner Seite erstmal Glückwunsch den Ländern Thüringen als auch Sachsen für den Standpunkt und vor allem auch für das Abschneiden beim Bildungsmonitor. Soweit ich weiß, haben wir extra aufgeschrieben, ich wollte es nicht glauben. 1 und 2. Und auch Sachsen-Anhalt ist im Mittelfeld gelandet. Und wodurch? Ganz klar, weil die Medien, gerade die privaten, kommerziellen, unsere Hörerinnen und Hörer und die Bürger Sachsen-Anhalts, Thürings und Sachsen. Ja, sehr gut, Dankeschön. Natürlich jeden Morgen, jeden Tag, 24 Stunden am Tag super informieren. Und jetzt kommen wir zur offiziellen Eröffnung, und zwar von jemandem, wenn Sie in den hinteren Reihen sitzen, kann es durchaus möglich sein, dass Sie sagen, ach, der sieht so glücklich aus, ist er immer noch mit seiner iranischen Anwältin verheiratet oder kann er mir nachher nochmal einen Kaffee anbieten. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Er ist praktisch der Gastgeber, der Hausherr mit wunderbaren Titeln. Er ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Mitteldeutschen Landesmedienanstalten und er ist Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt. Recht herzlich willkommen heute Abend Jochen Fasko. Grüße Sie. Ja, also erstmal hallo. Ich glaube, ich muss mit dem Tappergruß aus dem Land der Frühaufsteher Guten Morgen und Hallo beginnen. Das hat mir den Morgenmoderator richtig einmal gemerkt. Aber ich muss auch Ihnen Danke sagen, dass Sie hier sind, weil also bei so einem schönen Wetter könnte man ja grillen gehen, man könnte schwimmen gehen oder bestenfalls auch nachher mit Jubeln gehen in Jena. Also schön, dass Sie hier sind und heute Preise sehen und rollen und vielleicht auch dann sogar kriegen wollen sehen. Bin mal gespannt, wie es läuft. Freue mich sehr, dass Sie hier sind. Freue mich sehr, Herr Minister Hoff, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, dass Abgeordnete des Landtags hier sind. Herr Blechschmidt habe ich gesehen, Frau Walzmann, Frau Marx ist hier. Ich habe Frau Heuer gesehen, Beigeordnete der Stadt Erfurt und den Präsident des Thüringer Rechnungshofs, Herrn Dette. Viele Gremienmitglieder sind hier und Kollegen der Landesmedienanstalten aus Mitteldeutschland. Ranghöchste von der SLM ist Herr Lötsch. Herzlich willkommen und auch eine Reihe von Mitgliedern aus dem Medienrat und der Versammlung, auch eine ganze Reihe aus der Versammlung der Sachsen-Anhaltinischen Medienanstalt und auch mein Kollege Martin Heine, Frau Eisner und jetzt auch Herr Vorsitzender, Herr Haag ist hier von der TLM und eine ganze Reihe von Mitgliedern, auch ehemalige Mitglieder. Liebe Medienvertreter, einen neuen muss ich noch benennen, der ja früher immer mitgefiebert hat auf der privaten Seite, Herr Lochthofen, jetzt für den MDR, herzlich willkommen, dass Sie hier sind, freut mich sehr. Und liebe weiteren Radiomacher aus Sachsen-Anhalt, aus Sachsen und aus Thüringen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also erstmal nochmal herzlich willkommen im Namen der drei Landesmedienanstalten. Ich bin selbst nicht Mitglied, aber die TLM ist Mitglied der AML, der Arbeitsgemeinschaft. Wir verleihen diese Preise schon geraume Zeit, dazu gleich später. Wir sind hier im Comcenter in Brühl. Und wenn wir jetzt so um diesen Platz hier, so naja, roundabout 100 Meter im Kreis ziehen würden, dann haben wir ein außerordentliches Areal markiert. Da kann man, wenn man das ein bisschen erzählen soll, und so ein klein bisschen ist man ja dann auch Botschafter seiner Region, dann kann man auch ein paar kleine Schlaglichter nennen und sich darauf beschränken. Also der Domberg, hier ist er vor uns mit mittelalterlichem Kirchenensemble. Da hat der junge Martin Luther, wir haben ja Lutherdekade, die Priester war erhalten. Ich glaube auch seine erste Messe gelesen, ansonsten in der Augustinerkirche. Er, auf dem Platz davor haben sich 89 die Menschen versammelt, Meinungs
und Pressefreiheit gerufen und verlangt und einverlangt und auch erhalten. Rechts die barocke Festungsanlage Petersberg, Geschenk und Drohung der Stadt Mainz, der Mainzer Kurfürsten besser gesagt, an diese Stadt. Die hat eigentlich selten eine militärische Rolle gespielt, 1806 mal nach der Schlacht 1806 Jena-Auerstedt und den Zug der Befreiungskriege gegen nach Napoleon. Naja, und Petersberg und TLM, das ist so eine Geschichte, Frau Heuer weiß es auch andere, da war noch was. Aber das ist jetzt auch Geschichte, ich will es nicht langweilen, das lief nicht so optimal. Optimal ist jetzt der Verlinker zu Optima. Optima war hinten dran, das ist jetzt eigentlich alles Gelände der Optima, auch Geschichte. Wir befinden uns auf dem Gelände des ehemaligen volkseigenen Betriebes Optima. Sie wissen wahrscheinlich, was da produziert worden ist. Das Büromaschinenwerk war in der DDR-Zeit der größte Arbeitgeber hier in Erfurt. Und natürlich blicken wir hinten auf den Neubau des Erfurter Theaters. Ich glaube, jetzt müsste man den Kulturminister fragen, ich glaube, es ist der einzige Neubau eines Theaters in den neuen Ländern. Also wenn man von Leipzig absieht, 60 und der Semperoper, die wieder aufgebaut worden ist. Also Sie merken, hier wurde Geschichte geschrieben und so ein ganz klein bisschen schreiben wir das heute auch. Erstens, weil das Dutzend voll ist. Zum 12. Mal wird der Hörfunkpreis, der Mitteldeutsche Preis im Bereich Hörfunk vergeben. Zum 2. Mal gibt sich da Thüringen die Ehre, die Besten der Radioszene der drei Länder auszuzeichnen. Wir machen es ja nicht, damit erstens ein paar Euro und auch dann irgendwie so eine tolle Stele weiterwandert, sondern das soll ja auch ein gutes Stück Qualität ausdrücken, auch Wertschätzung und vielleicht auch so ein bisschen Vorbild sein, wer da gewinnt. Für die anderen, ich glaube, das ist ja für jeden Contest wichtig und soll auch damit verbunden werden. Die Evangelische Kirche, Herr Große ist da, vielen Dank dafür, hat in diesem Jahr übrigens auch noch einen Sonderpreis, Reformation und die eine Welt gestiftet. Ich bin sehr gespannt auf nachher. Und es ist übrigens ja eine Binsenweisheit, um jetzt auch langsam zum Thema zu kommen, ist eine Binsenweisheit, dass sich seit Luthers Thesen in den Druck gingen, die Medien gigantisch verändert haben, logisch. In den letzten Jahren nochmal dazu. Aber wie universell bleibt ja die Frage, welchen Kanälen vertrauen wir? Radio, ich weiß es selbst, bei RPR ein bisschen gearbeitet, auch hospitiert, Radio ist über viele Jahrzehnte das schnellste Kommunikationsinstrument gewesen, der schnellste Kommunikator gewesen. Ich weiß noch, ich war bei der Zeitung, dann durfte ich, bevor ich zum damals ZDF mal noch ein bisschen hospitieren durfte, dann beim Radio anfangen. Dann sagte dann der Chefredakteur zu mir, hier siehst du, wie das Ding geht, das ist ein Sony-Gerät, da drückt man drauf, du gehst raus, heute Abend senden wir das. Und ich musste am Abend, ich fand auch eine Überforderung, aber wir haben es hingekriegt, oder ich, wir mussten da den Bundesverteidigungsminister interviewen zu irgendwelchen NATO-Geschichten. Die Fragen habe ich mir irgendwie überlegt und ich fand auch, dass das alles eigentlich nicht unwürdig, es relativ unwürdig war, so einen neuen Jungen da mit so einer Sache zu betrauen. Ich habe aber gemerkt, wie irre das ist, wie schnell das ist. Da wird man, ich musste rausgehen mit so einem riesigen Handy, das war so in den Ende der 80er Jahre, und habe gemerkt, das war kurz danach im Radio. Schnellster Kommunikator, aber heute über die sozialen Medien verbreiten sich Informationen viel rasanter. Periscope, Facebook Live zum Beispiel. Wenn man nicht muss, die Ereignisse in München haben mir aber gezeigt, dass es nicht das gesicherte und die richtige Information ist, die man damit kriegt. Ich habe selbst, meine Frau guckt ja NTV, als das in München passierte, ich habe dann bei Twitter angeschaltet, habe über Periscope dann mitgesehen, wie der da auf dem Dach rumgeschrien hat, habe dann aber auch gelesen, teilweise andere Sachen und dachte mir, das ist ja irre, was da los ist, das ist ja unglaublich, bis am Schluss sich zum Glück durch die traditionellen Medien, da sind wir glaube ich hier auch versammelt, das Ganze etwas normalisiert hat und beruhigt hat. Falschmeldungen haben eben auch Folgen. Selbst der Bericht Trust in Media 2016 von der EBU, der Europäischen Broadcast Union, lässt die Klagelieder, die ob der Medienvertrauenskrise angestimmt wurden, etwas leiser werden, weil es sagt, Radio, gefolgt vom Fernsehen, ist in allen EU-Ländern immer noch der höchste Glaubwürdigkeitsfaktor und hat die höchsten Glaubwürdigkeitswerte. Erst im Katastrophenfall bekommt man hier die richtigen Informationen. Es sind also, ja, hör auf das Wort, haben wir vorhin gehört, es sind also die guten journalistischen Produkte, authentisch, glaubwürdig, gut recherchiert, innovativ, die wir als Medienanstalten befördern und hier auszeichnen wollen. Naja, die Hörer, unbenommen, die lieben Musik, geht mir jeden wie jeden, Spaß, Unterhaltung, möchten aber auch gut informiert werden, in den Tag dann starten und das Radio eingeschaltet lassen, weil die Geschichten spannend und die Themen brisant sind. Und natürlich wünschen wir uns auch von unseren Radiosendern, von den Veranstaltern, gute, auch lokale und regionale Berichterstattung, weil, das ist etwas, sorry, Herr Lochthofen, jetzt,
was die öffentlich-rechtlichen Sender aufgrund ihrer Ausrichtung nicht so umfassend, manchmal auch nicht so leisten können, aber was mit der Krise der Printmedien immer wichtiger wird. Es liegt in der Natur der Medienanstalten, nee, in der DNA der Landesmedienanstalten, für die größtmögliche Medien- und Meinungsvielfalt einzutreten, weil das ist essentiell für unsere Demokratie. Und wir als Medienanstalten, wir wissen auch um die ökonomischen Zwänge, den Quotendruck, die Herausforderungen wegen der Vielfalt der Übertragungswege und auch der Digitalisierung. Heute geht, hör auf das Wort, es geht um die Königsdisziplin bei Ihnen, es geht um den Content, die Programmbeiträge, die besten und auch die tollen Radiomacher, die heute im Fokus stehen. Für den diesjährigen Hörfunkpreis sind fast 100 Bewerbungen eingegangen, so viel wie noch im letzten Jahr und in den letzten Jahren nicht. Die Jury, wir werden ja nachher noch einiges davon hören, hatte keine leichte Aufgabe. Gestatten Sie mir noch zu sagen, dass der Rundfunkpreis Mitteldeutschland, diese Arbeitsgemeinschaft aus der Kategorie Hörfunk, da befinden Sie sich jetzt, wer es bisher nicht wusste, aber auch Fernsehen und Bürgermedien besteht. Am 16. September geht es, wenn Sie Lust haben, sind Sie alle eingeladen, nach Halle zum Bürgermedien. Übrigens sind da auch nicht wenige Leute, die Radio machen, auch Fernsehen, aber auch Radio und auch vielleicht ein gut Stück Nachwuchs sein können. Und am 18. November folgt dann die Verleihung der Fernsehpreise. Steinmetz und andere Kollegen sind ja da, um dann als SLM-Gastgeber zu sein. Sie sind, wie gesagt, herzlich eingeladen. Jetzt bleibt mir nur noch viel Spannung, auch ein bisschen Zittern, viele Gewinne und Freude zu wünschen und einen angenehmen Abend. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für Ihre Worte. Dankeschön, Herr Pasko. Natürlich habe ich ganz aufmerksam zugehört. Sie haben von zwei Praktika gesprochen, zum einen bei RBR, beim Radio und zum anderen auch beim ZDF. Das heißt, das ist die Basis. Bitte? Und bei der Zeitung waren Sie auch noch. Gut. Also, das ist die Basis, um später irgendwann mal Direktor einer Landesmedienanstalt zu werden. Das finde ich sehr gut. Kann man sich auf jeden Fall dran halten. Nein, nicht nur, natürlich auch das, was Sie nebenbei noch alles gemacht haben. Ich freue mich sehr, dass wir auch jemanden aus dem Landtag hier haben, sogar aus der Ministerriege. Ich freue mich sehr über den Thüringer Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei. Recht herzlich willkommen, dem Minister Prof. Dr. Benjamin Emanuel Hoff. Schönes Intro. Vielen Dank, Herr Tapper. Vielen Dank, Herr Fassbe, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist jener schon angesprochen worden, Herr Tapper hat mir untersagt, Stern des Südens hier vorne anzustimmen, auch wenn das einem seiner Söhne gefallen würde. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Verleihung des Rundfunkpreises Mitteldeutschland und heiße insbesondere alle Journalistinnen und Journalisten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ganz herzlich willkommen, denn Sie sind es ja, die heute im Fokus des Interesses stehen und Sie werden für den Beitrag zu einer gelingenden öffentlichen Kommunikation geehrt. Ich habe, als ich das letzte Mal vor Ihnen gesprochen habe, das Thema Lügenpresse in den Vordergrund gestellt gehabt, den Umgang damit und wie Journalismus unter den Rahmenbedingungen funktioniert, wenn eigentlich nichts mehr geglaubt wird und den Teilwelten selbst geschaffener sozialer Netzwerkkommunikation eigentlich eine höhere Glaubwürdigkeit zukommt als dem Radio selbst. Ich glaube, Sie haben auch in diesem Jahr wieder gezeigt, dass man entgegen diesem Vorwurf einfach ganz hervorragenden Journalismus machen kann und dafür will ich ganz am Anfang meines kleinen Grußworts Ihnen ganz herzlichen Dank aussprechen. Der Rundfunkpreis Mitteldeutschland ist eine Anerkennung für außergewöhnliche journalistische Leistungen, für gut erzählte Geschichten, spannende Reportagen, unterhaltsame Moderationen und er ist eben auch ein Ausdruck davon, dass ein immer wieder totgesagtes Instrument schlicht und einfach lebt. Und ich glaube, das ist das, was diejenigen, dieses Bewusstsein dafür auch diejenigen vereint, die hier sitzen, weil hier sitzt ja so eine Gruppe von Leuten, die wirklich überzeugt davon sind, dass Rundfunk Spaß macht, dass Journalismus enorm wichtig ist und die manchmal bis an die Grenze des Nerdhaften sich auch mit der Frage befassen, wie geht man eigentlich weiter unter nicht immer ganz einfachen Rahmenbedingungen. Die Landesmedienanstalten der drei Länder verstehen den Preis als Ansporn, die inhaltliche Qualität der Programme weiter auszubauen, aber eben genau auch das zu unterstützen, die stetige Debatte darüber, wie machen wir eigentlich noch ein bisschen besser weiter und wie geht Rundfunk, wie geht Journalismus noch ein Stückchen besser. Getragen wird der Rundfunkpreis Mitteldeutschland von der Auffassung, dass Radio eben mehr denn je Work in Progress ist.
das klassische lineare Radio, trage ich jetzt ein bisschen Eulen nach Athen, mit dem wir aufgewachsen, groß geworden sind, auch wenn hier im Raum die Altersspanne vielleicht doch ein kleines bisschen differiert, aber sind hier doch eine ganze Reihe von Akteuren versammelt, die sich noch an das klassische Radio erinnern können. Und das wird, alle wissen, das wird sich verändern. Und es muss sich verändern, wenn es mit den technischen Möglichkeiten, die es gibt und auch mit einer dadurch veränderten Mediennutzung mithalten will. Insofern gilt für das Radio eben auch die klassische Feststellung, das Sein verändert das Bewusstsein. Und das gilt eben auch für diejenigen, die Radio machen und bestimmt das Bewusstsein unter den Rahmenbedingungen dessen, was natürlich sich an Seinsmöglichkeiten verändert. Der Radiofuturologe James Quitland sagt, das klassisch lineare Radio wird aussterben. Aber er sagt das nicht als Feststellung, sondern formuliert eine Bedingung, wenn diese Stationen nichts anderes machen, als Musik zu spielen. Tolles Radio ist eine persönliche Verbindung zum Hörer, die aus Storytelling und Kommunikation besteht. Und genau dafür ist, glaube ich, dieser Medienpreis gemacht. Sie gehören, sehr geehrte Damen und Herren, zu den Menschen, die dieses älteste elektronische Medium lieben, die es nutzen und die es als ein Instrument nutzen wollen, erreichen zu wollen. Dass Sie heute zur Verleihung des Rundfunkpreises Mitteldeutschland gekommen sind, beweist, Sie machen sich Gedanken über die Zukunft des Radios. Und da kann man ja mal so ein, zwei Blicke vielleicht nur ganz kurz werfen, weil am besten kann das natürlich in den ebenso geschätzten wie im Hinblick auf die Länge manchmal gefürchteten Beiträge von Herrn Fasko, wenn er sein iPad aufruft und mal ein paar kleine Stichworte zur Debatte einstreuen möchte. Aber auch das zeigt, dass das Internet nicht mehr nur für Jugendliche zur wichtigsten Quelle geworden ist, neue Musik zu entdecken, sich über Lokales zu informieren oder lokal an seinem Zugang zum Internet über die Welt zu informieren. Streamingdienste unterbreiten personalisierte, oft auf bestimmte Interessen fokussierte Angebote, orts- und zeitunabhängig. Das setzt klassisches Radioprogramm mit einem klassischen Ablauf unter Druck. Darüber können Bürgerradios auch reden, die sich davon natürlich auch aufgrund ihrer Ehrenamtlichkeitsstruktur nochmal in ganz besonderer Weise unter Druck gesetzt fühlen. Und insofern sind Streamingdienste starke Konkurrenten um das Zeitbudget und sie sind aber auch vor allem Gegenspieler im Werbemarkt. Streamingdienste werben zwischenzeitlich Moderatoren ganze Sendungsinhalte ab. Der Podcast von Jan Böhmermann, Olli Schulz bei Spotify sind so Beispiele dafür und die sind relevant. Die hörfunktypische Kombination von Musik und Wortbeiträgen ist insofern kein Alleinstellungsmerkmal des Radios mehr. Und die Rolle als moderner Trendsetter und Impulsgeber geht von privaten Sendeunternehmen an Institutionen wie YouTube, Instagram, Facebook über. Ich bin trotzdem überzeugt, das ist zwar alles spannend, aber es ist trotzdem irgendwie jetzt kein Grund, so eine Neuauflage von Video Killed the Radio Star zu machen, weil die Diskussion ist eigentlich schon zweimal durch. Das Radio ist schon zweimal totgesagt worden, lebt immer noch und lebt auch mehr als so eine Zombie-Struktur, die halt irgendwie so klassischer Freddy Krüger-Film, du hast das Gefühl, du hast es endlich durchgelitten, ja? Und dann geht in unserer Puppenstube das kleine Licht wieder an und du weißt, okay, es gibt einen Teil 9. Ja, und es wird wieder losgehen. So. Und so ein bisschen ist es aber, glaube ich, auch für diejenigen, die das Radio mal tot sagen, es lebt einfach weiter. Und ich will nicht, dass am Ende hängen bleibt, ich hätte die Radios in Mitteldeutschland mit Freddy Krüger verglichen. Gute Radioprogramme unterscheiden sich von belanglosen, austauschbaren, nicht nur durch Basics wie journalistisches Handwerkszeug, Glaubwürdigkeit und Persönlichkeit. Die Stärke des Radios besteht eben gerade in der pointierten Kommentierung von tagesaktuellen Themen, der Hörerbeteiligung, der Vermittlung von Hintergründen. Und deshalb spielen Redakteurinnen und Redakteure als Expertinnen und Experten in ihrer Region eine ganz zentrale, auch identitätsstiftende Funktion. Und Identitätsstiftung ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Plus von Radios in einer Zeit, in der genau diese Identifikation mit dem, was Identitätsstiftung ist, als eine potenzielle Verlusterfahrung wahrgenommen wird. Also das, was eben auch die große Unsicherheit ist, die Akteure beschreiben, es wird immer schneller, alles kompliziert, man sucht nach einfachen Antworten, aber es ist eben auch die Identifikation mit der Region und nicht zu selten leider auch die Identifikation mit einer Identität, die nicht offen ist, sondern die sich dadurch herstellt, dass sie gegen andere gerichtet ist, indem sie versucht, andere auszuschließen. Und ich glaube, auch hier nimmt der Rundfunk eine zentrale Rolle als Erklärinstitution, auch als Aufklärungsinstitution ein. Sie arbeiten sorgfältig, sachlich, Beiträge sind faktengetreu und verständlich, mit Hintergrundwissen angereichert. Und wenn man jetzt mal drei Beispiele nennt,
die Berichterstattung über die Lauinger Debatte hier in Thüringen, über die Büroversehensaffäre auf Bundesebene, aber auch über den Parlamentspräsidenten im Landtag Sachsen-Anhalt oder heute über die Frage der Fördermittelentscheidung unter Beteiligung des Landtags Sachsen-Anhalt oder nicht. All das ist, und da komme ich nochmal auf meinen Beitrag vom letzten Jahr zurück, doch ein klassischer Ausdruck davon, dass hier eine öffentliche Berichterstattung stattfindet, die all diejenigen Lügen straft, die sagen, es gäbe hier nur eine Lügenpresse, und die ausdrückt, was die Funktion von Radio in einer Demokratie ist, in einer Zeit, in der Staaten, die wir als NATO-Partner sehen, hunderte Zeitungen schließen, Journalisten einsperren und dafür sorgen, dass regierungskritische Berichterstattung eben nicht mehr möglich ist. Und insofern, sie verfügen, das will ich nochmal betonen, über ein enormes Hintergrundwissen, das ist gut so, selbst dann und vielleicht gerade dann, wenn es politische Akteure besonders nervt, wie intensiv das Hintergrundwissen ist, das sie haben. Aber ich betone nochmal, es ist eben auch die lokale Verankerung, die den regionalen Rundfunk von der globalen Konkurrenz unterscheidet. Wir können zwar tausende und abertausende Sender aus allen Teilen der Welt in bestechender Qualität empfangen, aber wirklich nah an den Hörerinnen und Hörern sind halt die Sender, die nah an der Identität sind, die sich in der Regel im Lokalen abbildet. Und vor diesem Hintergrund gilt es, die Positionierung. Das merkt man übrigens auch daran, wie oft man in Radiosendern bei Höreranrufen Leute hat, die ganz woanders wohnen und sagen, ich komme auch aus der Region und empfange euch übers Internet, weil ich meinen alten Sender weiterhören will. Das heißt also, es gibt auch eine lokale Identität, die ortsunabhängig ist. Vor diesem Hintergrund ist es für mich wichtig, mit Ihnen gemeinsam die Diskussion darüber zu führen und vor allem auch in solchen Preisen die Ergebnisse von solchen Debatten wieder abzubilden, wie qualitativ hochwertige Berichterstattung aus und für die Region und eine kreative Themenvielfalt aussehen kann. Dafür braucht es crossmediale Erzählformen. Das machen öffentlich-rechtliche wie private stellen sich in der Übersetzung, was crossmedial konkret heißt, vielfach die gleichen Fragen und egal ob privat oder öffentlich-rechtlich, stets sind mehr Ideen vorhanden als Budget. Und daran unterscheiden sich, glaube ich, private und öffentlich-rechtliche zwischenzeitlich in keiner Weise. Dass die Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, gemeistert werden kann, beweisen die für den Rundfunkpreis Mitteldeutschland nominierten Beiträge. Und da ich weiß, dass die Regel heißt, du kannst über alles reden, nur nicht über 5 Minuten, danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und für das Kompliment, das Grußwort bei dieser Veranstaltung halten zu können. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Herr Minister, vielen Dank für die wunderbare, interessante Rede. Und da Sie unter 5 Minuten geblieben sind, dürfen Sie auch gleich nochmal wieder auf die Bühne kommen und den ersten Preisträger mit auszeichnen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sie haben etwas Wunderschönes gesagt, und zwar die Emotionen. Klar können wir alle unsere App nutzen, die wir Radiosender natürlich auch alle anbieten. Und zum anderen können wir natürlich auch alle gerne CD hören. Aber diese Emotionen, die von den Redakteuren, von den Moderatoren übermittelt werden, ich glaube, die kann man nicht irgendwo anders herbekommen. Die bekommt man halt nach wie vor auch im Jahre 2016 und auch in den kommenden Jahren nur von uns aus dem Radio. Und in diesem Jahr gerade, wenn wir auf Musik zurückgreifen mit den Radiostationen, hatten wir mehr oder minder eine kleine Herausforderung, gerade was die Künstler angeht, die uns in diesem Jahr verlassen haben. Es fing an mit David Bowie, Glenn Frey, im letzten Jahr auch noch, okay, ich weiß nicht, welche Radiostation Lemmy Kilmister mit Motorhead spielt, aber trotz alledem auch der eine Größe aus dem musikalischen Bereich, dann auch Prince, der uns verlassen hat. Und auch einer, der uns vertreten hat beim Eurovision Song Contest, und zwar der große Roger Cicero. Und eben von Roger Cicero gibt es jetzt ein wunderschönes Lied, das unvergessen bleibt, in diesem Moment von Anne Red. Liebeslüge geschworen, dann Hoffnungen zerstört.
Vielen lieben Dank. Dankeschön für die wirklich wunderschöne Nummer von Roger Cicero. Wir hören euch gleich nochmal. Obwohl, wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen beeilen. 19:30 habt ihr die nächste Woche. Okay, alles klar. Dann fangen wir jetzt an. Ganz kurz nochmal zu den Kategorien. 3 Ausgeschriebene gibt es. Bester Beitrag, beste Moderation, beste eigenproduzierte Werbung, beste selbstentwickelte Promotion. Da möchte man nichts Falsches sagen. Die wurden von der Jury angehört. Und daraus wurden die besten 3 Beiträge ausgesucht und herausgefischt. Davon wird einer dann mit dem ersten Preis versehen. Da gibt es eine Sonderpreiskategorie im Rahmen der Reformationsdekade. Richtig, Dankeschön. Und außerdem gibt es aus allen eingereichten Beiträgen, wir haben gehört, es sind fast 100 gewesen, je einen Länderpreis. Und zwar für Sachsen-Anhalt, Thüringen und auch Sachsen. Ja, gut, das machen wir nachher wieder gut. Jetzt kommen wir zu denjenigen, die tatsächlich diese Beiträge gehört haben in einem Keller ohne Luftzufuhr. Vielen herzlichen Dank auch in diesem Jahr Personen, denen wir recht herzlich danken möchten. Und zwar Anita Grasse, die Vorsitzende des DJV Thüringen. Ja, da könnt ihr ruhig mal klatschen, die sind da. Aber da können wir uns gerne weiter. Also drehen Sie mal um, ob alle da sind. Alle anderen, die ich gleich aufliste, bis auf eine, die sind, oder? Ich habe schon durchgezählt, aber es ist einfach mal. Ja, gut, okay. Dann Professor Dr. Rüdiger Steinmetz, mein alter Prof von der Uni Leipzig. Ja. Da fragt sich schon die ganze Zeit, was habe ich dem Kerl beigebracht. Gut, ich habe ihn des Öfteren in die Tasche getragen. Er ist Mitglied des Medienrates der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Auch das gehört dazu. Frau Valverde ist leider auch nicht da. Die ist Mitglied in der Versammlung. Herr Heine, kennen Sie hier zum Beispiel? Sie sind praktisch die männliche Antwort auf Frau Valverde heute Abend. Für Frau Valverde. Stellen Sie mal ganz kurz auf. Genau. Freue mich sehr. Ja.
Der arme Kerl hatte heute noch eine Anhörung. Wie ist es ausgegangen? Geben Sie ordentlich Kohle? Alles gut, das Jugendangebot wird verabschiedet. Sekunde. Was? Ja, der Landtag in Sachsen-Anhalt wird das Jugendangebot des Öffentlich-Rechtlichen verabschieden, aber einen Blick drauf haben, dass der private Leben bleiben kann. Da haben Sie ja noch was zu reden, Herr Lochthofen, also jetzt gleich mit Herrn Heine zusammen. Und wir begrüßen recht herzlich von der Leipziger Volkszeitung Norbert Werstedt. Grüß Sie. Da hatte ich das Studentenabo. Und Herrn Ralf Wendt von RadioWorks aus Halle. Den darf ich auch recht herzlich entschuldigen, der ist in der Produktion. So, dann kommen wir zu einem Mann, der jetzt in der ersten Kategorie, und zwar bester Beitrag, die Laudatio bzw. den Preisträger kennt, aus einem Umschlag wie bei einer Oscar-Verleihung wird er gleich gereicht werden. Wenn ich Sie noch mal ganz kurz auf die Bühne bitten dürfte, mit Tonschuhen geht es auch schnell, genau wie bei mir. Das freut mich sehr. Dankeschön, Herr Minister, Professor Dr. Benjamin Emanuel Hoff. Ja, als Moderator, was möchten Sie vom Moderator hören, wenn er Ihren Namen sagt? Was könnte man weglassen aufgrund der Enge der Zeit? Sie können insgesamt Herr Hoff sagen, das reicht auch. Herr Hoff, das ist aber schön. Freue mich sehr, Herr Hoff. Sie haben gerade schon ein bisschen gesagt, was Sie beim Radio gerne hören möchten. Sie waren auch im letzten Jahr schon da, haben es in Ihrer Rede anklingen lassen. Was hat sich denn zum letzten Jahr auch für Sie persönlich nochmal im Radioprogramm verändert, wo Sie sagen, das finde ich jetzt richtig gut? Ich weiß, man hat mir eine andere Frage aufgeschrieben, aber das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es das besser gemacht hat. Welchen Sender hören Sie denn? Natürlich versuche ich alle mitteldeutschen Sender. Moment mal, ich dachte, Sie sind Politiker, nicht Diplomat. Auch wenn es Menschen in meiner Berufsgruppe gibt, die das beides nicht vereinigen können, ich versuche dies. Das finde ich schön, dann will ich Sie auch weiter gar nicht mit irgendwelchen Fragen aus meinem großen Katalog nerven. Ich sage auch nicht, dass Sie Bayern München-Fan sind. So, jetzt kommen wir tatsächlich zum besten Beitrag. Da gibt es 3 Nominierte. Alster Mähren für den besten Beitrag. Aus Magdeburg, Stefan Köhler, Alexander Neumann und Jan Seifert von Radio SAW. Die Radio SAW Muckefuck-Reporter im Einsatz auf einem Bauernhof in Kitzen. Fee Theumer ist nominiert von Antenne Thüringen. Die Schattenseiten der Flüchtlingsankunft in Saalfeld. Außerdem nominiert Susanne Böttcher, Thomas Böttcher, Uwe Fischer, Lena Mengler und Daniel Neumann, habe ich noch nicht mal vergessen, von RSA, das große Drogenquartett mit Böttcher und Fischer. Und aus diesen 3 Beiträgen hören wir uns jetzt, von den Nominierten heißt es ja, hören wir uns jetzt mal kurze Ausschnitte an. Moin Mädels! Ach so, das sind ja wirklich welche. Das ist ja das Geilste. Das ist eine, also ihr kennt das aus der Waschanlage, so eine kleine Walze, die sich dreht und da steht die Kuh davor und lässt sich das Euter schubbern oder was? Ja, nein, nur den Rücken, nur das Fell. Das ist unsere Sparanlage. Also Wellness im Stall? Wellness im Stall, genau so soll es sein. Jetzt kostet eine Milch im Supermarkt, wenn es im Angebot ist, habe ich schon gesehen, der Liter Tetra Pak für 49 Cent. Was verdient ihr an sowas noch? Momentan zahlen wir zu. Ich würde sagen, dass wir auf ungefähr 27 Cent kommen. Aber 33 bräuchten wir, 32 und mindestens plus minus 0. Ja, wir machen Drogenaufklärungswoche. Mhm. 7:09, André ist dran, den ich jetzt Johannes nenne. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, mit welcher Art Drogen hatten Sie bisher in Ihrem Leben Kontakt? Im Grunde genommen mit fast allen. Das ist wirklich komplett verrückt. In den 30er Jahren gab es in Deutschland nicht nur mit Weinbrand gefüllte Pralinen, sondern tatsächlich welche mit Crystal Meth versetzt. Spitzname Hausfrauenschokolade. Im Dritten Reich hieß Crystal übrigens Pervitin, wurde millionenfach an Soldaten zur Leistungssteigerung ausgegeben und zählte bei der Bundeswehr und NVA noch bis Ende der 70er zum Beispiel zur Grundausstattung für Fallschirmjäger. Am Abend ist ein Sonderzug mit 569 Ungarnflüchtlingen in Thüringen angekommen. Da sind Schwangere und Kinder drin. Wo sind denn die Kinder? Ich sehe da drin, es sind 46 Kinder gerade angekommen. 46 Kinder, ja. Und wie viele Männer? Und wie viele Terroristen? Ja. Was denn, wollen Sie, dass wir einfach umgebracht werden? Wir sind das Volk! Wissen Sie, was für eine Unruhe diese Menschen erlebt haben? Die Situation hier vor Ort, ja, man kann es kaum beschreiben. Ministerpräsident Bodo Ramelow hat eindeutig klargemacht, dass Fremdenhass einfach nicht geht. Hier kam meine Frau an und hat gesagt, sie hat 2 Decken in der Tüte. Der Polizist hat sie dann nach drinnen gebracht. Drinnen sind viele Helfer und das ist das Wichtigste. Vielen Dank für die wunderbaren Beiträge, die sehr intensiv sind. Das ist Radio. Das finde ich schön, das macht dieses Medium so aus. Und ich darf alle 3 Nominierten bitte
hier nach vorne zu uns auf die Bühne holen. Topolino, oder? Deinen Namen habe ich doch gar nicht erwähnt. Als Stellvertreter, wie andere, wa? Von Radio SAW, Danilo Weiser, stellvertretend für die Muckefunk-Reporter, Fee Teumer, als auch... Deinen Namen habe ich jetzt... Was? Wie? Achso, ja, vor. Steht doch hier auch drauf. Lena Mengler und Daniel Neumann und ach, alle ist leider nicht da, aber mit vertreten von bist? Susanne Böttcher. Freue mich. Bist du verwandt irgendwie mit dem? Zum Glück nicht. Gut. Das war nochmal eine Aussage. Auf den Punkt direkt, das war die Punchline, würde man in Radiosprache sagen. Und wir kommen zum Preisträger. Ich darf noch ganz kurz was sagen. Alle die Nominierten bekommen natürlich was. 500 Euro für diejenigen, die nicht die 2500 Euro, sprich den Preis bekommen. Also kommen wir jetzt, Herr Minister, Herr Hoff, zum Preisträger, zum Sieger. Ja, und da würde ich mich an Ihnen vorbei zum Redepult schleichen, wenn Sie nichts dagegen haben. Ja, ganz dezent, ich habe jetzt ein bisschen zugelegt im Urlaub, so. Am 6. September 2015 melden die Nachrichten, dass der erste Zug mit Flüchtlingen am Abend in Thüringen ankommen würde. Kurze Zeit später können die Radiohörer das Geschehen hinter der Nachricht miterleben, ja mitfühlen. Wir hören die Aussagen der Helfer und begegnen einem Ministerpräsidenten, der sich den Argumenten der Gegendemonstranten stellt. Deren Stimmen sind schrill vor Angst und Empörung. Die Reporterin berichtet exakt, ausgewogen, transparent und wahrhaftig. Sie bleibt Beobachterin. Und wir spüren, dass sie sich der Verantwortung bewusst ist, welche Wirkung ihre Berichterstattung auf die Menschen haben könnte. Es sind akustisch hautnahe Momente entstanden, die weder im Fernsehen noch in der Zeitung so zu sehen waren. Das ist großartiger Journalismus. Für dieses schnelle und vertiefende Format einer tagesaktuellen Nachricht vergibt die Jury den mit 2500 Euro dotierten ersten Preis in der Kategorie Bester Beitrag an Fee Teumer. Schattenseiten der Flüchtlingsankunft in Saalfeld bei Antenne Thüringen ausgestrahlt wurde. Ich glaube, Fee, deine Tränen sagen eigentlich alles über diesen Preis, aber ganz, ganz lieben Dank von uns allen für diese intensive Reportage, die etwas abgebildet hat, was uns in der Gesellschaft momentan beschäftigt. Wunderbar umgesetzt von dir. Ganz, ganz lieben Dank. Und kannst du trotzdem irgendetwas sagen? Ja, also ganz ernsthaft, ich habe nicht den Preis verdient, sondern die Leute, die damals geholfen haben. Und ganz, ganz dickes Dankeschön geht an meine Kollegin Petra Kühling, die leider heute nicht hier ist. Aber sie hat mich die ganze Nacht unterstützt und ich war halt wirklich bis morgens um 4 unterwegs. Und es war irre, es war einfach nur irre. Und vielen, vielen Dank an Antenne Thüringen, dass ich solche Sachen bei euch machen kann. Herzlichen Glückwunsch an Fee Teumer von Antenne Thüringen, auch euch natürlich herzlichen Glückwunsch. Ihr bleibt bitte stehen, ihr bekommt nämlich jetzt all eure Urkunde. Und ja, reicht sie die gerade mal, oder soll ich das machen? Ja, komm, dafür haben wir euch doch heute. Unsere zauberhaften Hostessen, reicht einfach mal genau diese Urkunden weiter, weil dann werden wir auch ein Gruppenfoto machen vom Wolfgang. Ja? Sollen die noch ein bisschen näher zusammenrücken oder, ja? Er inszeniert euch jetzt gleich. Und hinten, ganz wichtig, Frau Wagner hat mal von der Tele immer erzählt, einige hätten den Briefumschlag mit der Kohle nicht gefunden. Der ist hinten drauf, auf dem Umschlag. Also, falls die TLM das nächste Mal feiert, kann es sein, dass es irgendwie verschüttetes Preisgeld ist, das nicht abgeholt worden ist. Aber ein wunderbares Bild mit den Nominierten in der Kategorie Bester Beitrag. Radio SAW, RSA und Antenne Thüringen. Und der Minister. Ah gut, der Umschlag ist online. Gut.
auf das letzte Bling, kann man noch nutzen als Moderator. Vielen Dank, Dankeschön euch dreien. Wir kommen jetzt zur nächsten Kategorie, beste Moderation. Und da darf ich recht herzlich eine Dame, die gerade wirklich auch nur ein halbes Glas Sekt getrunken hat, damit sie dann auch den Preisträger richtig vorlesen kann, auf die Bühne holen, und zwar die stellvertretende Vorsitzende der TLM, Ilona Helena Eisner. So, was stand denn bei Ihnen für eine Frage? So, was möchten Sie denn ganz gerne vom Radio hören? Alles, immer. Das ist eine wunderbare, schöne Antwort. Mehr muss man da gar nicht nachbohren. Aber was ist denn alles bei Ihnen? Also gibt es irgendwas Spezielles, wo Sie sagen, ich bin Mutter und ich möchte ganz gerne irgendwas in Richtung Kinder haben oder ich werde irgendwie abgelenkt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also wir haben uns ja heute Abend erst kennengelernt. Und ich war jetzt noch nicht auf der Wikipedia-Seite, wie man das als gut informierter Moderator macht. Deswegen die Frage, also was genau möchten Sie vom Radio? Was erwarten Sie dort? Veranstaltungshinweise, Verkehrsfunk, Wetter, manchmal, weil meistens merke ich, wie es draußen ist. Natürlich Informationen zum Tagesgeschehen, alles, sage ich doch. Einfach alles. Das, Musik hat zwar gefehlt, aber Ihnen reicht, dass wenn die Veranstaltungstipps musikalisch vorgetragen werden. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Nominierten in der Kategorie Beste Moderation, als da wären. Eine Dame, die wir gerade eben schon auf der Bühne hatten, und zwar Susanne Böttcher von RSA, der RSA Gerichtsreport. Dann ein Mann, den wir gerade eben auch schon hier gesehen haben, obwohl er nur Stellvertreter war. In diesem Fall ist er höchst selbst nominiert. Danilo Weiser von Radio SRW. Radio SRW Kandidatencheck zur Landtagswahl 2016. Die Sendung mit Wulf Gallert von der Partei Die Linke. Und Amrei Gericke und Holger Tapper von Radio Brocken. Die Radio Brocken Schrankenshow. Das sind die drei Nominierten. Moment, das war... Pass auf, jetzt... Muss natürlich auch in dieser Kategorie der Nominierte noch mal kurz auf die Bühne. Dankeschön. So. Vielen herzlichen Dank. Ja, wir sind die drei Nominierten. Ja, nominiert ist ja schon mal gut. Das bedeutet schon mal 500 Euro sicher für die nächste Weihnachtsfeier im Funkhaus. Und zum anderen brauchen wir natürlich noch jemanden, der denn die 2500 Euro absahnt. Für welchen? Wir hören doch natürlich erstmal die Beiträge an. Mein Gott, jetzt müssen wir nominieren. Jetzt mal ganz durcheinander jetzt. Dankeschön, Frau. Der Radio SAW Kandidatencheck zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Heute mit dem Spitzenkandidaten der Partei Die Linke, Wulf Gallert. Ich bin Danilo Weiser. Guten Abend. Sachsen-Anhalt ist keine Insel. Land und Politik hier sind abhängig vom Bund, von den Entscheidungen, die zum Beispiel in Berlin getroffen werden, aber auch von den Entscheidungen, die in Brüssel getroffen werden. Ich gebe Ihnen nun Themen vor und Sie antworten bitte lediglich mit Ja oder Nein. Mehr als 5 Sekunden lässt das Mikrofon bei keiner Antwort zu. Soll das Freihandelsabkommen TTIP kommen? Nein. Mehr Bundeswehr in Krisenregionen? Nein. Das Russland-Embargo fortsetzen? Nein. Manchmal gibt es Sachen, die fangen ganz klein an und werden dann richtig groß. In Reinsdorf in Nebra müssen alle, die dort am Bahnübergang vorbeikommen, jetzt 15 Minuten mehr einplanen, denn die Bahnschranke dort ist pro Stunde insgesamt eine halbe Stunde geschlossen. Okay. Aber so lange frieren sie halt, ne, beim Warten an der Schranke, das bei minus 3 Grad. Ja, heute Morgen frieren sie nicht, denn wir von Radio Brocken wärmen sie, genauer gesagt unsere gute Fee. Unsere Radio Brocken Sachsen-Anhalt Reporterin Marlene Hilger. Guten Morgen, von Radio Brocken komme ich. Hallo. Wir stellen uns nämlich heute extra zu Ihnen an die Schranke, ja, weil die immer so unendlich lange Wahnsinn. Unten ist. Genau. Verhandelt, beschlossen und verkündet. Der RSA-Gerichtsreport. Was war da los am Landgericht Düsseldorf? Es geht um zwei Kondomhersteller. Zum einen die Firma Einhorn. Die heißen nicht wirklich Einhorn. Und zum anderen die Firma Fair Squared. Beide haben sich auf faire und nachhaltige Kondome spezialisiert. Ja. Fair Squared ist aber nicht ganz mit der Werbung der Firma Einhorn einverstanden. Was machen die? Die wirbt mit dem Slogan, eine Tüte a 7 Stück entspricht bis zu 21 Orgasmen. Da haben die auch nicht gelacht, das haben die ernsthaft verhandelt. Genau. Und außerdem steht dabei, dass dieses Produkt... Wie ist denn ausgegangen? Das müssen wir unbedingt wissen. Wie ist der Prozess ausgegangen? Die Firma Einhorn hat verloren, hat das Ganze aber genutzt, um eine Veranstaltung am Brandenburger Tor zu machen, gegen Orgasmuslimitierung. Wow, also dafür ist das Radio auch da, solche wunderbaren Dinge zu erfahren. Dankeschön, Susanne. Und jetzt kommen wir zum Umschlag. Sie gehen direkt ans Pult.
Soll ich auch mal was sagen? Wir haben es alle verdient, oder? Ja? Super. Also es geht um 2500 Euro Nominierung, 500 Euro. Ich bitte Sie um Ihre Worte und um den Preisträger oder die Preisträgerin, Frau Eisner, bitte. Ja, der Siegerbeitrag in der Kategorie Beste Moderation in diesem Jahr ist ein Paradebeispiel für gelungenes Infotainment. Die Preisträgerin beweist, dass Information und Service nicht langweilig und tröge sein müssen. Ganz im Gegenteil, die Moderatorin zeigt mit der Auswahl ihrer Themen, aber vor allem auch mit dem Stil ihrer Moderation, ein gutes Gespür für ihr Publikum und für besondere Kuriositäten im Alltag und in der juristischen Praxis. Dazu verfügt das insgesamt dreiköpfige Moderationsteam über außerordentliches komödiantisches Talent. Wer wissen will, womit sich Gerichte so herumschlagen müssen und was das für uns bedeutet, sollte diese Sendung künftig nicht verpassen. Den RSA-Gerichtsreport. Der Preis für die beste Moderation 2016 geht an Susanne Böttcher. Der RSA-Gerichtsreport wurde in der RSA Morning Show mit Böttcher und Fischer ausgestrahlt. So, also wir reichen erstmal alle Urkunden weiter, machen dann das offizielle Foto, aber wir gratulieren nochmal recht herzlich Susanne Böttcher für die beste Moderation. Komm, ich herze dich einfach mal, ich finde es schön. Vielen herzlichen Dank und du weißt, was dir blüht im nächsten Jahr, stehst du auf der Bühne und wirst diese Preisverleihung moderieren. Da kann ich leider nicht. Wir werden einen Termin finden, mich hat man auch gefragt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Glückwunsch. Ja. Ja, wir sollen noch ein bisschen weiter nach vorne kommen. So. Wollen wir Sie noch weiter in die Mitte nehmen? Applaus. 2500 Euro für die Nominierten. 500 Euro. Ganz, ganz lieben Dank der Jury. Vince, ganz lieben Dank, Dankeschön. Immer dieses Pling am Ende. Manchmal ist es ja auch ein Werbejingle, damit man weiß, jetzt kommt die Werbung. Aber bei uns geht es weiter mit der dritten Kategorie, und zwar die beste eigenproduzierte Werbung, beste selbstentwickelte Promotion. Und dann darf ich recht herzlich Herrn Norbert Werstedt von der Leipziger Volkszeitung hier auf die Bühne holen. Grüße, Herr Werstedt. Was Sie so faszinierend macht, ist zum einen auch gerade Ihr Outfit des heutigen Abends, was ich großartig finde, und zum anderen, dass wir uns wirklich Jahr für Jahr sehen, weil Sie sind auch schon als jemand aus der anderen Medienecke eigentlich immer dabei, wenn es um den Hörfunkpreis geht. Was fasziniert Sie an diesem Medium? Dass man Bilder bekommt, ohne dass es Bilder gibt. Und manchmal auch Musik höre ich, glaube ich, weiß ich nicht so, ob das traditionelle Radio mit der Musik so gut bedient ist, nachdem ja, etliche Sender pausenlos Musik spielen. Aber was Faszinierendes am Radio ist, sind die Wortbeiträge. Vielen Dank. Gut, ja, davon bekommt man natürlich auch beim privaten Rundfunk, Sie haben es gerade eben gehört, als beste Moderation, als bester Beitrag auch seine wunderbaren Elemente und seine wunderbaren Dinge, die man da erleben kann. Jetzt geht es um die beste eigenproduzierte Werbung, beste selbstentwickelte Promotion. Auch da geht es um 1.000 Euro, das heißt um Geld, und zweimal 250 Euro für die Nominierten. Als da wären, nominiert ist das Radio PSR-Team Klick Sachsen. Hier lebe ich, hier kaufe ich ein. Sandro Schröder von Detektor FM, mechanische Uhren mit Herz, sowie Daniel Flüss und Christian Geutner von Antenne Thüringen, Team Thüringen. Und jetzt hören wir uns Ausschnitte an. Kann man schon mal applaudieren? Da kann ich uns tupfen, ich schwitze. Hier einkaufen für ein starkes Sachsen. Klick Sachsen, eine Aktion von Radio PSR. Ich kaufe gerne regional ein, weil ich dann das Gefühl habe, zu wissen, wo es herkommt. Ich
muss keinen Apfel aus Übersee kaufen, wenn er vor der Tür wächst. Ich komme auch aus Sachsen und kenne ganz viele Orte, wo irgendwas produziert wird. Und ich unterstütze natürlich die Leute in meiner Region. Ich gehe gerne in den Geschäften hier in der Stadt einkaufen, weil ich darin gut beraten werde und ganz nette Frauen dahinter stehen. Na, weil es einfach besser schmeckt, wenn du in so einen Apfel reinbeißt. Das schmeckt anders, als wenn da von sonst wo herkommt. Also man weiß, dass es frisch ist. Da schmeckst du auch deine Heimat. Weil das Werkstück so klein ist, ist man mit dem Ohr schneller dabei als mit dem Auge. Sind alle Einzelteile einer Nomos-Uhr fertig? Dann gehen Sie auf Reisen, quer durch die Uhrenstadt Glashütte. Wir fahren jetzt vom Nomos-Stammsitz, dem ehemaligen Glashütter Bahnhof, durch Glashütte auf den Berg. Dort befindet sich unser zweiter Betriebsteil hier in Glashütte, nämlich die Chronometrie. Mittelstand bei Detektor FM. Präsentiert von Deutschland Made by Mittelstand. Eine Initiative der genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Der nächste Wunsch ist gezogen. Ich sag mal so, kommt einiges an Arbeit auf uns zu. Ach was. Aber was da zählt, das ist die Romantik. Antenne Thüringen, Jens Mayer und die Frühaufsteher. Guten Morgen. Oh Gott, hallo, ja. Sabrina, das cool. Wichtigste, wo ist Ihr Mann gerade? Der macht ja die Kleine jetzt gerade Frühstück. Sehr gut, also er kann Sie nicht hören, uns auch nicht. Nein, zum Glück nicht. Sabrina, wir haben Ihren Wunsch in der Hand. Oh Gott, wirklich? Ja, oh, cool. Was wünschen Sie sich? Oh, ich bin jetzt baff. Ich wünsche mir mit meinem Freund eine spontane Hochzeit mit allem, was dazugehört, mit der Familie zu feiern, und ich hoffe, dass er ja so. Ausschnitte aus den drei nominierten Beiträgen. Dann darf ich euch auf die Bühne bitten: Radio PSR, Detektor FM und Antenne Thüringen. Hallo, grüß dich. Hallo. Hallo, Glückwunsch schon mal. Glückwunsch, hallo. Stellvertretend für wen? Für Daniel Flüß und Christian Goldner. Finde ich persönlich jetzt rein optisch schon mal ein bisschen angenehmer, freue ich mich sehr. Gut. Ihr seid PSR, genau, ja. Detektor FM? Ah, sehr gut. Habt ihr nicht mal einen Preis von Robbie Williams bekommen? Deutscher Radiopreis? Den Radiopreis, den gab es vor einigen Jahren. Bin ich heute noch neidisch drauf, da waren wir nämlich auch von Radio Brocken nominiert in dem Jahr. Gut, kommen wir jetzt im Jahr 2016 zur besten eigenproduzierten Werbung. Beste selbstentwickelte Promotion, Herr Wehrstedt. Schmeckt der Apfel aus Sachsen besser als der von sonst woher? Ist der Salat von sächsischen Feldern grüner als der von anderswo? Und das Fleisch aus Ställen zwischen Leipzig und Görlitz saftiger als das aus luftdicht verpackten Importen? Ja, sagen die Sachsen in den Mikros. Ja, sagt der Chef der Fleischerei Innung und verteilt an über 200 Betriebe grüne Aufkleber der Radioaktion für Regionalprodukte. Ob das Uhren- und Schmuckgeschäft in Wurzen, die Drogerie in Plauen, der Galerist in Chemnitz oder der Kleinhändler in Hohenstein-Ernsthal. Alle sind sich einig. Diese pfiffige, originelle, mit Anrufen und Geschäftsvorstellungen auf den Punkt gebrachte Kampagne hilft. Hilft Kleinunternehmern in Kleinstädten, hilft Produkten aus dem Freistaat und macht den Hörer wacher für seinen Einkauf. Auch für die Jury war das als wirksame regionale Werbung beispielhaft. Der mit 1.000 Euro dotierte Preis für die besten eigenproduzierte Werbung oder die beste selbstentwickelte Promotion geht an Henry Nowak und ein Team um Steffen Lukas für Klick Sachsen. Hier lebe ich, hier kaufe ich ein. Eine Aktion von Radio PSR. Entgegen? Ja. Der Preis, also du hast noch eine wunderbare Statue. Bevor wir das Foto machen, bevor alle weiteren Nominierten auch ihre Urkunde bekommen, möchtest du irgendetwas sagen? Ich bin ehrlich gesagt sprachlos. Das ist so toll, weil wir haben anderthalb Jahre jetzt an der Kampagne, sind wir dabei, haben das gemacht, waren in den ganzen Städten in Sachsen unterwegs, und das ist einfach toll. Und ich habe das Gefühl, das ist eine ganz sinnvolle Aktion mit viel Herzblut, und die Händler, der Kontakt zu den Händlern, zu den Hörern ist einfach toll. Tolle Aktion, toller Preis für euch. Klick Sachsen, hier lebe ich, hier kaufe ich ein. Das Radio PSR-Team.
auch den anderen beiden herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, den Umschlag nicht vergessen, nicht, dass er vergilbt. Ja, ein bisschen weiter zusammenrücken vielleicht. Herr Wehrstedt noch dazu. Herzlichen Glückwunsch für die Nominierten und auch der Preisträgerin und den Preisträger in dieser Kategorie. Beste eigenproduzierte Werbung, beste selbstentwickelte Promotion. Ganz lieben Dank, danke euch. So, du kannst gleich sitzen bleiben. Ich weiß nicht, wie sind wir in der Zeit? Schafft ihr eure Anschlussmucke noch? Ja, wir haben es jetzt kurz 7:10. Bevor wir zu den nächsten Preisen kommen, unter anderem zu dem Sonderpreis und zu den Länderpreisen, nochmal für Sie aus Thüringen. Und zwar Anne Red. Und zwar mit einer wunderbaren Tango-Version von den Toten Hosen. Alles, wie, was war? Alles aus Liebe. Genau, dann hören wir das jetzt genau von euch auf Argentinisch. Viel Spaß! Ich würde dir gern sagen, wie sehr ich dich mag, warum ich nur noch an dich denken kann. Ich fühl mich wie verhext und in Gefangenschaft, und du allein trägst Schuld daran. Worte sind dafür zu schwach, ich befürchte, du glaubst mir nicht. Mir kommt es vor, ich kann nichts dagegen tun, plötzlich ist es soweit. Auf einmal brennt ein Feuer in mir und der Rest der Welt wird schwarz. Ich spür, wie unsere Zeit verrinnt, wir nähern uns dem letzten Abend. Und alles nur, weil ich dich liebe und ich nicht weiß, wie ich beweisen soll. Komm, ich zeig dir, wie nicht für immer halten kann. Auf einmal brennt ein Feuer in mir und der Rest der Welt wird schwarz. Ich spüre, wie unsere Zeit verrinnt. Wir nähern uns zum letzten Abend. Und alles nur, weil ich dich liebe und ich nicht weiß, wie ich's beweisen soll. Komm, ich zeig dir, wie beweisen soll. Komm, ich zeig dir, wie groß meine Liebe ist.
Vielen Dank. Und all diejenigen, die jetzt gerade mir das Handy gezückt haben, muss ich leider enttäuschen. Hinter Anna hat sich jetzt kein Pokémon verborgen, sondern eine zauberhafte Kollegin von Radio Top 40 hier direkt aus Thüringen. Ganz, ganz lieben Dank, Anne Red. Dankeschön. Wir haben ihn schon oft erwähnt, jetzt kommt er tatsächlich, und zwar der Sonderpreis. Und zwar darf ich recht herzlich jetzt auf die Bühne begrüßen den Vizepräsidenten des Landeskirchenamtes, möchte ich jetzt Falsches sagen, deswegen lese ich es ab, und Finanzdezernenten der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, Herrn Oberkirchenrat Stefan Große. War das Ihr Wunschlied jetzt gerade beim Aufstieg auf die Bühne, oder? Nee, ich ziehe dann doch die Toten Hosen vor. Nur einen kleinen Ausschnitt von Toten Hosen, damit sich Herr Große auch wirklich richtig wohlfühlt hier auf der Bühne. Vince, ganz spontan. Und dann sag nochmal einer, Preisverleihung könnte nicht locker sein. Ja, super. Sie engagieren sich ja nicht zum ersten Mal, gerade mit einem Sonderpreis, jetzt gerade beim Rundfunkpreis Mitteldeutschlands. Woher kommt Ihr Engagement? Warum sagen Sie, dass es so wichtig ist, sich auch gerade als Kirche zu engagieren? Na, wir machen ja diese Lutherdekade, und da sind Themenjahre, und diese Themen dieser Themenjahre wollen wir eben auch über das meistgehörte Medium und ein sehr gutes Medium spielen, ganz klar. Und wir hatten 2012 Reformation und Musik, 2014 war Reformation und Politik, und jetzt das Thema Reformation und eine Welt. Und wie aktuell das Thema ist, sehen wir jeden Tag. Das sehen wir jeden Tag, und wir werden jetzt auch hören, wer derjenige sein wird oder diejenige sein wird, die eben die 1.000 Euro Preisgeld bekommen wird. Wir hören ganz einfach, und an dieser Stelle schon mal recht herzlichen Dank der drei Landesmedienanstalten aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Wir hören jetzt erstmal rein, wer diesen Preis gewonnen hat. Bei RSA gibt's die richtige Geschichte übers Christentum. Von der Kreuzigung Jesu bis Papst Franziskus. Wir packen 2000 Jahre in 10 Stunden. Das große RSA-Spezial am Karfreitag. Auf der Wartburg brachten Luthers Freunde ihn in Sicherheit. Die Zeit dort nutzte er, um die Bibel ins Deutsche zu übersetzen. So konnte jeder nachlesen. Jeder Mensch kann sich selbst Gott anvertrauen. Niemand sonst kann da Vorschriften machen oder jemanden zwingen, Ablassbriefe für Seelenheil zu kaufen. Verantwortlich seid ihr vor Gott und vor eurem Gewissen. Als Seefahrer und Händler andere Kontinente entdeckten und eroberten, da brachten sie den christlichen Glauben mit. Nicht immer waren sie dabei leuchtende Vorbilder für christliche Nächstenliebe. Großartig. Sie haben gerade gesagt, das ist es wohl wahr. Das ist jetzt genau in Ihrem Sinne, das ist der richtige Preisträger. Absolut. Ja, das ist RSA. Habe ich jetzt was vorweggenommen? Aber es klang doch so durch den Beitrag, ne? So, aber Sie kommen natürlich noch zum offiziellen Teil, Herr Große. Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Festgemeinde, wenn ein privater Hörfunksender 2000 Jahre Christentum einen Tag lang unter die Leute bringt, ist das bemerkenswert, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Zum einen hätte es sich niemand von uns Christenmenschen gewagt, eine solche Sendung, so nötig sie aus Gründen der Allgemeinbildung, mindestens aus Gründen der Allgemeinbildung auch ist, zu beauftragen oder auch nur zu erbitten. Bemerkenswert also zuerst die Idee. Zum anderen ist die Sendung, wie immer bei Friederike Ursprung und Daniel Heinze, ein ökumenisches Projekt. Evangelisch, katholisch, Hand in Hand gehen sie auf den Ursprung des Christentums zurück und verfolgen die 2000-jährige Geschichte dieser Glaubensgemeinschaft. Und zwar so, dass es keine Vorkenntnisse braucht, um mitzureisen. Bemerkenswert also auch die Umsetzung. Bleibt nur noch die Frage, weswegen es für dieses Special den Sonderpreis der EKM gibt. Weil es die Preisträger verstanden haben, das Christentum als Weltreligion vorzustellen, die Einheit in Vielfalt und das soziale Engagement der Kirchen aufzuzeigen und auch die Frage nach der Zukunft des Christentums zu stellen. Sie haben also den mitteldeutschen Radiohörern die globale Dimension des Christentums aufgezeigt. Darum entschied die Jury den Sonderpreis in Höhe von 1.000 Euro an Friederike Ursprung und Daniel Heinze zu verleihen.
Daniel, sag mal ganz kurz was. Ich bin mittelschwer sprachlos, aber freue mich riesig und muss mich zuallererst und will mich dringend bei RSA bedanken, bei Uwe Fischer und dem gesamten Team. Wir als Kirchenredaktion hielten die Idee für mittelschwer bekloppt, einen ganzen Tag an Karfreitag Kirche zu machen. Und er meinte, nee, an dem Tag, da habt ihr mal die Zeit und dann macht ihr das mal. Und auf einmal durften wir so Phönix bei RSA machen, so mit Wellenrauschen im Hintergrund und von Kreuzzügen über Hexenverbrennungen bis zu den paar guten Sachen, die Kirche auch hervorgebracht hat. Und das durften wir da so in 10 Stunden darstellen. Und das hat uns großen Spaß gemacht, dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Also danke auch für das Vertrauen an die RSA-Kollegen. Nach diesen Worten fordere ich Primetime für Kirchenbeiträge. Ja, das Einzige, was ich zu diesem Preis beisteuern konnte, ist halt, dass ich meinen Sohn im Reformationsjahr konfirmieren lasse. Aber das mache ich dann im nächsten Jahr nochmal mit meinem eigenen Beitrag gut. Dankeschön, Herr Große. Danke, vielen herzlichen Dank. Jetzt kommen wir zu den Länderpreisen. Insgesamt oder fast 100 Beiträge wurden eingereicht. Jetzt haben sich die einzelnen Länder noch für einen ganz speziellen Beitrag entschlossen, dass der ebenfalls preiswürdig ist. Oder fangen wir an mit dem Land Thüringen, mit dem Länderpreis Thüringen. Und da hören wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an, an wen der Preis geht. Der HSV gegen 112 Jahre Tradition aus Jena. Das grüne Herz Deutschlands gegen das siffige Fahrwasser der Elbe. Carl Zeiss Jena gegen den HSV im DFB-Pokal. Wir haben gewonnen und das ist einfach nur geil. Ich hätte mal etwas vorbereitet. Wenn ich das schon höre, kriege ich Angst von Matze. Oh, es wird norddeutsch, ne? Aha. Gestern nach unendlich langer Spielzeit, da machte sich Jena beim HSV breit. Die Tore, sie fielen erst 1-2, dann 3. Und schon war der Pokal für Hamburg vorbei. Keiner hat damit gerechnet. Auf dem Abel-Sportfeld. Jena hart ran. Weites Spiel gewesen. Und die Fische aus Hamburg. Jetzt ist alles egal. Komm an Pokal nicht mehr ran. Wow. Ich glaube, der Einzige, der nicht gelacht hat, ist mein Kumpel Matze Frahm, der HSV-Fan ist. Aber ich darf, bevor wir den Preisträger auf die Bühne holen, erstmal den Direktor der DLM, Herrn Fasko, auf die Bühne holen. So, und jetzt, wir alle haben gehört, welch wunderbarer, unterhaltsamer Beitrag es war. Wer bekommt den Länderpreis 2016? Da haben wir auch hier den offiziellen Umschlag. Hören wir einen kleinen Applaus für die charmanten Hostessen. Ich gehe da rüber. Ja, machen Sie ruhig, ja genau. Aber Sie haben gemerkt, ich wäre bereit gewesen. Und Sie haben gemerkt, ich glaube, aktueller kann man sowas nicht vergeben als heute. Vielleicht auch mit einem ähnlichen Ergebnis, sonst wird es freuen. Vergessen Sie es. Ja, ja, wahrscheinlich. Das ist unglaublich. Fußball ist niemals nur Fußball. Er kann eine Bühne bieten, um die Identität und Mentalität einer Stadt, ja, eines Landes und manchmal auch diejenigen, die in dem Land arbeiten, zu definieren, also der Einschub war jetzt nicht dran gestanden, und zu zelebrieren. Fußball hat das Potenzial zu mobilisieren, zu begeistern oder als Ventil zu dienen. Und genau diese Mehrdimensionalität spiegelt der Siegerbeitrag wider. Die Jury vergibt den Länderpreis Thüringen in diesem Jahr ausdrücklich nicht. Nicht für eine objektive oder ausgewogene Sportberichterstattung. Nein, da müssen Sie durch. Vielmehr handelt es sich um das sehr parteiische Feiern eines historischen Sieges. Aus der Fanperspektive wird das 3-2. Im DFB-Pokalspiel des FC Carl Zeiss Jena gegen den Bundesligisten HSV bejubelt. Dabei wurde der Beitrag mit großem technischen und redaktionellen Aufwand produziert. Die Porträts der beiden Traditionsvereine wurden in eine O-Ton-Collage gegossen und die Spielbeschreibung in einen Schlager gepackt. Wir haben es ja gerade eben gehört. Für dieses vergnügliche Mini-Feature mit dem Namen Kampfansage gegen den Bundesliga-Dino. Passt ja wieder. Geht der Länderpreis Thüringen an Matze Schmack, Eduard Schreiber und Fee Träumer. Er wurde bei Antenne Thüringen.
Und jetzt noch den Satz, den Herr Meier sehr freut. Er wurde bei Antenne Thüringen ausgestrahlt. Sorry, Herr Gerlau. Jetzt gibt es noch das Foto. Ich gehe mal kurz zur Seite. Matze, geh mal dazu. Der Länderpreis Thüringen an Antenne Thüringen. Für Fee und Matze. Herzlichen Glückwunsch. Danke sehr, Pastor. Hi, ich möchte natürlich noch was sagen, ganz klar. Ja, erstmal moin. Kollege Schreiber ist gerade auf dem Festival, deswegen schöne Grüße auch von Eduard. Der macht alles richtig, der feiert jetzt. Und ihr könnt auch feiern, denn hinten ist wieder ein Umschlag. Da sind 500 Euro drin, zumindest in Papierform. Ja, recht herzlichen Glückwunsch. Euer Preis, euer Länderpreis. Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zum Länderpreis Sachsen-Anhalt und auch hier hören wir einen Ausschnitt aus dem prämierten Beitrag. Radio Bonzo in Sachsen-Anhalt. Endlich wieder Campingzeit. Und was tausende Sachsen-Anhalter lieben. Ja, Campen! Findet ein Mann so richtig schrecklich. Ja, sorry, hier ist der Tapper von Radio Brocken. Also jetzt mal ganz ehrlich, harter Boden, überall Viecher, Zelten, ich, nein! Es ist Donnerstagabend. Bepackt wie ein Esel steht Tapper am Marktplatz. Rucksack, Zelt, Schlafsack, Isomatte und das muss alles nach oben. Knapp 250 enge und steile Stufen. Sein Zelt befestigt Tapper nicht wie üblicherweise mit Heringen, sondern mit Kabelbinder an der Brüstung. Das Kuscheltier seines jüngsten Sohnes nimmt ihm die Höhenangst. Das Schlaflied singt Olympiasieger Waldemar Czerpinski. Schlafe, mein Tappi, schlaf ein. Sag mal ganz kurz, guten Morgen, hallo, ich bin der Tapper, wer seid denn ihr? Aus der Neumarktschule und wir sind die 1A. Wir halten noch ein bisschen die Spannung. Ich weiß nicht, wer der Preisträger ist, aber ich darf recht herzlich den Direktor der Medienanstalt Sachsen-Anhalt, Herrn Martin Heide, nach vorne bitten. Da könnt ihr ruhig mal applaudieren. So, Herr Heide, jetzt bin ich auf Ihre Laudatio gespannt. Ja? Ja? Die haben Sie vorne mal kurz einstudiert. Das finde ich super. Ich bin ganz Ohr. Wollen wir die mal? Danke für... Ja, Sommer und Camping, das nennen die meisten Menschen in Sachsen-Anhalt in einem Atemzug. Unser heutiger Preisträger gehört nicht dazu. Aber weil das Campen ebenso hohe Sympathiewerte hat, eignet sich das Thema ausgezeichnet für eine Promotion-Aktion. Denn wenn die Landeskinder geeignete Zeltplätze für den Moderator vorschlagen, beschreiben sie die Schönheit unserer Heimat und leisten dazu PR-Arbeit für den Sender. Letztlich schlägt der Radiomacher sehr zum Vergnügen seiner Zuhörer die Heringe in luftiger Höhe ein, auf der Brücke zwischen den beiden hohen Hausmannstürmen in Halle. Für diesen ebenso intelligenten wie unterhaltsamen Lobgesang auf die Gärten, Seen, Wälder, Berge und Städte Sachsen-Anhalt vergibt die Jury den Länderpreis Sachsen-Anhalt an Matthias Frahm, den HSV-Fan, und Holger Tappe, unser Moderator. Die Höreraktion! Das verrückter Campingstift wurde bei Radio Brocken ausgestrahlt. Vielen Dank, Dankeschön. Ja, du nimmst es nicht nur Matze, sondern sag auch was dazu. Ich bin auch mal total geschockt wegen dieser HSV-Geschichte vorhin. Ich glaube, das ist wie alles bei Radio Brocken immer eine Mannschaftsleistung. Und insofern vielen Dank dafür. Wir freuen uns sehr und ich gebe das an die Kollegen weiter. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Heine. An dieser Stelle vielleicht noch was Privates sagen darf. Ich durfte eine Nacht in luftiger Höhe verbringen. Meine Höhenangst habe ich tatsächlich überwunden. Die Freude zum Camping teile ich nach wie vor leider nicht um
unbedingt mit einer Dame, die mir das wirklich ermöglicht hat. Und zwar Dankeschön an meine Frau, die heute auch im Publikum sitzt. Dankeschön, liebe Jule. Dankeschön, die an diesem Abend die drei Kinder ans Bett gebracht hat. Wovon einer sein Kuscheltier gesucht hat. Dann kommen wir zum Länderpreis Sachsen. Und zwar hören auch wir an dieser Stelle jetzt in den prämierten Beitrag. Das RSA Nacktroten. Sagen wir so, ich werde mich nicht dran beteiligen, aus dem Alter bin ich raus, aber ich habe kein Problem damit. Das ist schon okay. Jeder hat halt so andere Interessen und Hobbys und warum eigentlich nicht? Man muss ja für alles offen sein. Wenn Sie im Nachbarort Scheibenberg sind und dort sagen, dass Sie jetzt nach Schlettau fahren wollen zum Nacktrodeln, dann wird man Ihnen in Scheibenberg sagen, ach, Sie fahren also zu den Kirchengesichter. Ein herzliches Glück auf, liebe Fahrgäste. Schlettau hat einen Bahnhof und das seit 1889. Und so wie damals eine Kapelle die ersten Gäste empfangen hat, natürlich so richtig schön mit alter klassischer Musik, mit den alten Kameraden, so macht's Jochen Meyer heute noch. Seien Sie uns herzlich willkommen hier auf dem Bahnhof Schlettau im Oberen Erzgebirge, dem heimlichen Hauptbahnhof der Erzgebirgsbahn. Ach, dieser Mensch ist einfach klasse. Den sieht man und den mag man einfach sofort. Dann darf ich Sie, lieber Professor Dr. Steinmetz, auf die Bühne bitten als Mitglied des Medienrates der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien, indem Sie jetzt die Laudatio auf den Preisträger halten. Ja. Danke, danke. Übrigens, ist noch unbenutzt, falls Sie es brauchen sollen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So ganz frisch. Ich schwör's. Auch bei RSA gibt es was zu lernen. Wir haben vorhin schon viel gelernt bei RSA. In Schlettau im Erzgebirge geht die Post ab. Auf dem Bahnhof von 1889, der sich laut Eisenbahnverein durch eine ICE-verdächtige Toilettenanlage hervortut. Anlässlich des RSA-Nacktruschelns, wie es auf Erzgebirgisch heißt, das lernen wir auch, am 30. Januar 2016 besucht Markus Poschlott das Landlädchen und die Konditorei, die dem Event angemessen heiße Hexe anbieten. Wir besichtigen die Likörfabrik, in der sich laut Lutz Brenner Schnaps kreieren kann, lässt jeder das, jeder, nein, in der sich laut Lutz Brenner jeder Schnaps kreieren kann mit Drogen. Das sind in Schlettau getrocknete Kräuter. Wir lernen, dass es bei Lichtmess am 2. Februar noch weihnachtlich aussieht in Schlettau. Der Pfarrer gibt der RSA-Wintersportveranstaltung zwar nicht seinen Segen, erzählt den armen Sündern dabei aber zum Trost die Legende von den Kirchengesichtern, haben wir gerade so ansatzweise gehört. RSA hat seinen traditionell heißen, winterlichen Ausrutscher kontrastreich mit einer wohlig-menschlichen Reportage verbunden, die jene Attraktionen vorstellt, die Schlettau für den Rest des Jahres auszeichnen, wenn mal gerade nicht geruschelt wird. Klick auf! Und weil sich vielleicht doch noch manch andere Gemeinde über ein so überaus interessantes Porträt freuen würde, das Lust auf einen Besuch macht und gleichzeitig als Insider-Reiseführer dient, vergibt die Jury den Länderpreis Sachsen an Markus Poschlott. Seine Reportage, das RSA Nacktrodeln Schlettau wird zur Metropole, wurde bei RSA ausgestrahlt. Glückwunsch. Ja, vielen herzlichen Dank nochmal Glückwunsch dem Preisträger Sachsens. Und damit haben wir für das Jahr 2016 wunderbare Menschen geehrt auf dieser Bühne. Tolle Preisträger. Am besten für all diejenigen, die jetzt ihren Beitrag eingereicht haben, jetzt vielleicht deren Namen nicht erwähnt worden ist, aber ein Riesenapplaus für alle, die gesagt haben, wir machen Radio für Thüringen.
für Sachsen-Anhalt und für Sachsen und vor allem für unsere Hörer. Ganz, ganz lieben Dank. Schaffen wir das noch? Ja, weil jetzt kommt die 37-Nummer. Ich darf Sie jetzt schon mal gleich darauf hinweisen, dass hier ein tolles Schlussbild entstehen wird mit allen Nominierten und mit allen Preisträgern. Da wird der Wolfgang nochmal draufhalten, da können auch nochmal die Handys gezückt werden. Und zum anderen darf ich Sie zum anschließenden Empfang einladen der Arbeitsgemeinschaft der Mitteldeutschen Landesmedienanstalten. Auch hier gibt es Musik, dann mit Jürgen Hofmann am Piano und Steffen Gabel am Saxophon. Vielen Dank, da freue ich mich jetzt schon mal drauf. Jetzt nochmal Anred mit Am Fenster. Der schon die Nacht verklagt. Ist nicht Wabenschmerz noch Kerzenschimmer von dem Grau des Morgens längst verjagt.